war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmelpaar aus Marzipan. Die sieht er an, er weint und spricht: Solche Pferde wollte ich nicht. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies. Mamachi, solche Pferde wollte ich nicht. Ja, ich glaube, dieses Lied wurde über Timmy geschrieben. Hey! Hallöchen, liebe Kinder! Wann habt ihr euch denn reingeschlichen? Guckt mal, ich habe gerade dieses schöne Lied gesungen. Da wünscht sich jemand so doll ein Pferdchen und bekommt Pferde aus Marzipan. Ja, ich glaube, dieses Lied ist genau über Timmy. Geht es euch gut? Ja? Uns geht's auch gut. Ja, es ist ja alles total aufregend gerade. Ihr wisst ja, was in der letzten Sendung passiert ist, oder? Da habe ich mit Hilfe von Oskar ein Spielpferdchen in ein echtes Pferdchen verwandelt. Und dann standen wir da mit einem echten Pferd. Und seitdem ist das Pferdchen in der Box. Wir gehen natürlich jeden Tag hin. Der Timmy kümmert sich ganz rührend um das Pferdchen. Und er möchte natürlich unbedingt, dass wir dieses Pferdchen auch für immer behalten. Aber ich bin gar nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, um ehrlich zu sein. Naja, wo Timmy ist? Der ist natürlich auf dem Hof. Wo denn sonst? Er macht gerade das Pferdchen fertig, er putzt es, denn wir wollten heute unseren ersten Ausflug mit dem Pferdchen machen. Und wisst ihr was? Ich muss sagen, der Timmy macht das wirklich, wirklich gut. Was das ist? Ja genau, habt ihr richtig erkannt. Das ist ein Sattel. Sollen wir mal rübergehen? Okay, kommt mit. Ja, schaut mal. Ein schöner Sattel, oder? Ein bisschen dreckig. Hallo Julia. Hallo liebe Kinder. Oh, hallo Oskar. Na, hast dich unterm Sattel versteckt? Du sag mal, wo habt ihr den Sattel eigentlich her? Auf dem Hof hat jemand für sein Pferd einen neuen Sattel gekauft und hat uns gefragt, ob wir diesen nicht behalten wollen. Oh, das ist aber wirklich sehr, sehr nett. Aber weißt du, Oskar, ein Sattel reicht leider nicht. So ein Pferdchen braucht so viele Sachen und ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Aber wenn wir alles hätten, würden wir das Pferdchen behalten? Ich weiß es nicht, okay? Ich mag mich einfach noch nicht entscheiden. Bitte lass mich noch ein bisschen drüber nachdenken. Guck mal, der Timmy hat mir schon eine riesengroße Liste erstellt, was so ein Pferdchen alles braucht. Also hier steht, ich kann es noch nicht mal aussprechen, wir brauchen ein Halfter, einen Führstrick, eine Putzkiste, Kardätsche, Gummistriegel, Hufauskratzer, Steigbügel, Satteldecke, Abschwitzdecke, Huföl, Hufpinsel, Futter, Sattelpad, Wurzelbürste, zwei Schwämme, eine Haarbürste, eine Trense, Zügel, Trensengebiss, Sattel, 3 bis 4 Schabracken. Oh mein Gott, das ist ja ein Haufen Zeug. Und ich verstehe nicht mal die Hälfte von dem, was da steht. Das ist eine sehr lange Liste. Aber weißt du, für den Anfang brauchen wir sicher nicht so viel. Weißt du, wir haben noch viel, viel, viel mehr geschenkt bekommen. Echt? Ja, magst du mal sehen? Liegt alles im Wohnzimmer. Okay. Dann lass uns mal schauen gehen. Okay, wo ist es? Tada!
Ui. Oh mein Gott. Das ist ja ein Riesenhaufen Zeug. Und das alles habt ihr geschenkt bekommen? Aha, toll, oder? Mein Gott. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Ja, guck mal, wir brauchen für den Anfang eigentlich nur das. Nur das? Okay. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Also gucken wir uns das mal an. Was ist das? Das ist ein Steigbügel, Julia. Ein Steigbügel? Ja, genau. Steigbügel. Ja, der Reiter tut da seine Füße rein, weißt du? Der kommt an den Sattel. Ach so? Ja, genau. Ach, stimmt. Okay, aber braucht man davon nicht zwei? Ach, guck mal. Stimmt. Hä? Also, Steigbügel. Kinder, bitte helft mir, das zu merken. Sprecht mal mit Steigbügel. Okay. Und was ist das? Oh Gott, das ist ja ein Wirrwarr. Das ist eine Trense. Eine Trense? Ja, genau. Eine Trense. Und Zügel. Und Zügel. Eine Trense und Zügel. Okay. Und da soll jetzt der Kopf vom Pferdchen rein, oder was? Ja. Und wie soll man das zumachen? Kinder, guckt euch das mal an. Da kann man so viel falsch machen. Ja, das lernst du doch noch. Ja, ich weiß. Okay, also, wie hieß das nochmal? Trense. Trense und Zügel. Okay. So, und was ist das? Das ist der Führstrick. Ach, das ist der Führstrick. Mhm. Okay, das kann ich mir merken. Der Führstrick. Also führt man das Pferdchen an diesem Strick, oder was? Ja, richtig. Und wie soll man das am Pferdchen festmachen? Keine Ahnung. Nee, dafür brauchst du einen Halfter. Aha, ein Halfter. Ja, guck mal runter. Das? Ja. Das ist ein Halfter? Und schon wieder überall so viele Löcher und so viele Riemen und... Ach Gott. Ja, wie rum denn? So, so rum. Aha. Und da soll der Führstrick dran? Ja. Okay. Okay. Halfter. Kinder, sprecht mal mit. Ein Halfter. Und das war der Führstrick. Okay. Und was ist das? Ja, spannende Frage, ne? Ja, da war, glaube ich, schon ein Pferd dran. Ja. Guck mal, so viele Pferdehaare. Das ist eine Schabracke. Eine Schabracke? Mhm. Was für ein komisches Wort. Eine Schabracke. Kinder, wiederholt mal mit. Eine Schabracke. Und was macht man damit? Jetzt überleg mal. Die kommt unter den Sattel. Ah, okay. Unter den Sattel. Gut. Schabracke. Und da ist noch was. Ist das eine Gabel? Nein. Nee, da ist so eine Bürste dran. Das ist ein Hufauskratzer. Ach, das ist ein Hufauskratzer. Mhm. Hufauskratzer, das muss ich auch noch machen, die Hufe auskratzen? Ja, klar. Nee, das macht dann lieber der Timmy. Okay, so, ich habe jetzt schon die Hälfte vergessen. Du, kennst du das Spiel, ich packe meinen Koffer? Ja, klar kenne ich das Spiel. Ja, sollen wir das mit den Pferdesachen spielen? Na klar. Okay, das würde mir vielleicht ein bisschen helfen. Liebe Kinder, spielt ihr mit? Ihr kennt mich doch, ich vergesse immer alles. Und wenn ihr mir helft, dann werde ich vielleicht sogar gar nicht so schlecht abschneiden. Also gut, das ist ja Wahnsinn. Also dann legen wir los und Oskar beginnt. Wir brauchen für unser Pferdchen einen Sattel. Jetzt bin ich dran. Wir brauchen für unser Pferdchen einen Sattel und ein Halfter. Ja, genau. Jetzt bin ich dran. Wir brauchen für unser Pferdchen einen Sattel, ein Halfter und einen Führstrick. Okay, so jetzt ich.
Wir brauchen für unser Pferdchen einen Sattel, ein Halfter, ein Führstrick und eine Trense mit Zügel. Jetzt ich. Wir brauchen einen Sattel, ein Halfter, einen Führstrick, eine Trense mit Zügel und Steigbügel. Genau, Steigbügel. Gut, jetzt ich. Einen Sattel, ein Halfter, einen Führstrick, eine Trense mit Zügeln, Steigbügel und einen Hufauskratzer. Oh, 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 jetzt ich. Wir brauchen einen Sattel, ein Halfter, einen Führstrick, Trense mit Zügeln, Steigbügel, Hufauskratzer und eine Schabracke. Okay, weiter geht's. Jetzt du. Stopp. Jetzt reicht's. Nicht weitermachen. Ich konnte es mir gerade so merken. Und ihr Kinder? Konntet ihr euch alles merken? Ja? Toll. Ihr seid ja auch richtig, richtig klug und richtig, richtig schnell. Mein Kopf ist ja wie löchriger Käse. Auf der einen Seite fällt was rein und auf der anderen Seite fällt es auch sofort wieder raus. Oh! Habt ihr die Klingel gehört? Wisst ihr, wer das ist? Das ist Mimi. Ja, Mimi, komm rein. Ist offen. Hi. Hallo, liebe Mimi. Grüß dich. Wie schön, dass du da bist. Schau mal, die Kinder sind auch schon da. Mimi fragt gerade, ob wir das Pferdchen behalten. Ja, wisst ihr, diese Frage bekomme ich gerade jeden Tag ungefähr 300.000 Mal gestellt. Und zwar bevor man noch Hallo sagt, stimmt's? Komm, wir setzen uns erstmal aufs Sofa und dann überlegen wir weiter. So, meine Süße, wie geht es dir? Kommt, Kinder, nehmt auch Platz auf dem Sofa. Macht es euch gemütlich. Du brauchst mich gar nicht so anzuschauen, Mimi, ich weiß es noch nicht. Weißt du, wir brauchen so viele Sachen für das Pferdchen. Wir müssen uns um so viele andere Fragen kümmern. Ach, du weißt schon davon. Ja, Timmy und Oskar haben ganz, ganz viele Sachen schon geschenkt bekommen. Das ist eigentlich schon mal ein super Anfang. Mensch, du bist ja ganz aus der Puste. So viele Treppen und die sind so anstrengend. Ja, verstehe. Wisst ihr was? Da kenne ich einen ganz, ganz tollen Kniereiter über ein Treppchen. Sollen wir das mal zusammen machen? Das ist nämlich für euch, liebe Kinder, gar nicht anstrengend. Nur für die Mamas und die Papas. Sollen wir das machen? Okay, dann setzt euch einmal zu Mama oder Papa auf den Schoß. Und dann geht's schon los. Am besten klettert ihr komplett aufs Sofa mit den Füßen. Macht es euch gemütlich. Und dann setzt ihr euch direkt auf die Knie. Auf geht's! Hoch, hoch, Treppchen höher, geh, 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 geh hinauf. Komm, komm, mich besuchen, mach die Türe endlich auf. Klingelingeling, klopf, 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 Tür auf. Hinein. Und dann fallt ihr ganz nach hinten zusammen. Genau. So, machen wir das nochmal. Habt ihr Lust? Okay. Klingelingeling. Klopf, klopf, klopf. Hoch. Klopf, klopf, Tür auf, hinein. Wie kann man noch runterfallen? Einfach von den Knien, plumps, hinein. So geht es auch. Was sagst du? Nochmal. Sollen wir das noch einmal machen? Okay. Treppchen höher, geh, 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 geh hinauf.
Klopf, klopf, klopf. Tür auf. Hinein. Schön. Und hat es Spaß gemacht? Das freut mich, meine Lieben. Ach Mensch, liebe Mimi. Was mache ich denn jetzt, hm? Ich soll das Pferdchen behalten. Ja, weißt du, so ein Pferdchen braucht nicht nur Sachen, es braucht auch noch Futter und die Box, in der das Pferdchen steht, kostet auch noch ganz viel Geld. Und wenn das Pferdchen krank wird, dann muss man noch den Tierarzt rufen. Hast du etwa kein Geld, Julia? Doch, doch, Oskar. Ich habe schon noch genug Geld. Ich habe ja Gott sei Dank in Esslingen eine ganz, ganz große Musikschule und da wollen ganz, ganz viele Kinder zu mir in den Unterricht kommen. Also, das geht schon in Ordnung irgendwie. Weißt du, der Timmy, der hat in den letzten Wochen ganz viel Geld fürs Pferdchen gespart. Timmy hat gespart? Ja, und zwar nicht so knapp. Wirklich? Ja. Also, das ist ein ganz großes Zeichen für Verantwortung. Wisst ihr, der Timmy hätte sein ganzes Taschengeld ja auch für etwas anderes ausgeben können. Für Eis, für Spielsachen. Aber so wie der Oskar es sagt, hat er scheinbar alles in die Spardose gepackt. Ja, willst du mal gucken? Zähl doch mal nach. Oh, da ist sie, unsere hübsche Spardose. Ist sie nicht süß? Oh, das hört sich ja nach reichlich Geld an. Sollen wir mal reinschauen, Kinder? Okay, so, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ui. So, okay, ich zähle mal kurz. Mhm. Und, Julia, sag schon, und? 4 Euro. Oh, wow. Ja, der Timmy hat ganze 4 Euro gespart. Und reicht es für die ganzen Pferdesachen? Nicht ganz. Oh. Aber der Gedanke zählt. Und ich bin ja auch noch da. Weißt du, Oskar? Ja. Das Geld ist zwar sehr, sehr wichtig, aber noch viel wichtiger ist die Zeit, die man dem Pferdchen jeden Tag schenkt. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Das ist bestimmt Timmy. Entschuldigt, Kinder. Ah ja, das ist der Timmy. Hallo? Ja, hallo Timmy. Jetzt ratet mal, was mich der Timmy fragt. Na, ob wir das Pferdchen behalten. Mein Süßer, ein bisschen Geduld darfst du noch haben, okay? Nein, nicht mehr lange. Ich werde mich nachher entscheiden. Versprochen. Ja, ich habe gesehen, wie viel du schon gespart hast. Ja. Und die ganzen tollen Sachen habe ich auch gesehen, die ihr geschenkt bekommen habt. Ja, das ist natürlich ein super, super toller Anfang. Ja, ich weiß, du gibst alles dafür, dass das Pferdchen bei dir bleibt. Mhm, okay. Ja, die Kinder sind auch da. Wir sollen sie mitnehmen? Okay, ich frage sie. Gut, mein Süßer, dann bis gleich. Okay. Ach, der Timmy, der ist richtig aufgeregt. Also, liebe Kinder, wir werden jetzt zum Pferdchen fahren, die ganzen Sachen mitnehmen und dann vielleicht unseren ersten Ausritt machen. Habt ihr vielleicht Lust mitzukommen? Ja? Okay, mein Auto ist ja so klein, das ist ja auch noch so eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Pferdesachen überhaupt reinpassen. Und dann darf ja noch Mimi mitkommen und ihr alle. Und ich sollte vielleicht auch noch fahren. Aber das kriegen wir schon noch hin, oder? Im schlimmsten Fall stopfen wir ein bisschen. Gut, Oskar? Hier. Du hüpfst einmal in meine Tasche. Okay. Mimi, du kommst zu mir auf den Arm. Los geht's, ins Auto, zum Pferdchen. Oh Mensch. Naja, ich muss mich gleich entscheiden. Oh oh. Was mache ich denn jetzt? Nein, nein, alles gut, Mimi, alles gut. Oh je, jetzt bin ich sogar richtig rot geworden. Haben wir auch sicher nichts vergessen? Haben wir die Schabracke dabei?
Ja. Sicher? Mhm. Und den Sattel? Mhm. Und die Trense? Mhm. Und, Kinder, was noch? Den Hufauskratzer? Genau. Und was noch? Hier, wie heißen die? Die Zügel. Mhm. Ja, und... Und, ja? Diese Dinger, wo man die Füße reinmacht. Steigbügel, genau. Steigbügel, genau. Ich kann mir das alles nicht merken. Oh, oh. Julia, oh mein Gott. Was? Du musst anhalten. Was ist los, Oskar? Du musst anhalten. Was? Wieso soll ich anhalten? Anhalten, ganz schnell. Was passiert? Sehe ich irgendwas nicht? Nein, halt an. Okay, warte. Ich kann nicht jetzt abbiegen. Um Gottes Willen. Oskar. Was ist denn? Mir ist noch was ganz Wichtiges eingefallen, was wir dringend brauchen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir können nicht warten. Okay. Ja. Ohne das geht es einfach nicht. Erzähl, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein neues Auto. Ein neues Auto? Ja, warum denn? Ja, weil dieses kleine Auto natürlich keinen Pferdehänger ziehen kann. Verstehst du nicht? Ja Gott, das stimmt. Ja, sag ich doch. Das stimmt. Ja. Dieser kleine, süße Wagen wird natürlich kein Pferdchen ziehen können. Nein. Aber wieso hast du mich denn jetzt angehalten? Ja, wieso? Deswegen. Deswegen? Ja. Du hast mir deswegen so einen Schreck eingejagt, weil wir jetzt auf der Stelle ein neues Auto brauchen? So ist es. Ja, aber Oskar, ich kann mir jetzt kein neues Auto kaufen. Das wird alles sowieso ganz schön teuer mit den ganzen Sachen. Ja, wer sagt denn was von kaufen? Du musst erstmal aussteigen. Was muss ich machen? Aussteigen. Aha. Okay. Komm, Kinder, steigen wir mal aus. Ich bin jetzt echt gespannt. Ja, das kannst du ruhig sein. So. Oskar, jetzt bin ich ausgestiegen. Und jetzt? Wir müssen natürlich kein Auto kaufen. Wir müssen dieses Auto einfach nur größer kriegen, verstehst du? Ja, okay, schon, ja. Ja, da ist schon was dran, ja. Aber wie soll ich dieses kleine Auto größer kriegen? Soll ich es aufpusten oder was? Ja, lach du nur. Ah, aufpusten ist auch gar nicht so eine schlechte Idee. Aber ich dachte, wir könnten es vielleicht füttern. Weißt du? Hä? Na, mit Schokolade füttern. Ach nein, das wird doch nicht funktionieren. Na, Oskar, du bist doch ein Hauswichtel, du kannst doch zaubern. Komm, mach's größer. Also jedes Kind weiß doch, wenn man zu viel Schokolade isst, dann wird man größer. Ja, okay, das stimmt. Oh, Kinder, guck mal, ich habe von Timmys Geburtstag noch Schokobons übrig. Ja. Ja, es müsste noch genug sein. Und jetzt? Na, jetzt musst du das Auto mit den Bonbons füttern. Ich komme mir echt ein bisschen blöd dabei vor. Also gut. Auto? Ich glaub's ja nicht. Mach mal den Mund auf. Okay. Na endlich. Endlich kriege ich mal was Richtiges zu essen, nicht immer nur Benzin. Also, na dann. Fang. Hab. Mhm, lecker. Ist gut? Mhm. Willst du noch mehr? Noch mehr. Gibt's noch mehr? Okay, okay. Mehr. Noch mehr. Kinder, wird schon größer? Nee, ist immer noch so klein. Hast du noch was? Ich glaube, ich habe gleich gar nichts mehr. Oh, noch mehr. Guck mal, letzte Ladung. So, und was sagt ihr, Kinder? Ist es schon größer geworden? Lecker.
Nee, nicht so richtig, oder? Ja, das war jetzt echt lecker. Fürs Auto meine ich. Wenn es so nicht klappt, dann muss das halt gießen. Jetzt soll ich es auch noch gießen. Oskar, wieso denn gießen? Na, das ist doch ganz einfach. Also pass auf, wenn man etwas gießt, dann wird es doch größer. Also Blümchen oder Tomaten oder so, stimmt's? Ja, natürlich, stimmt das auch. Aber womit? Ich hab doch gar nichts dabei. Kein Problem, dafür bin ich da. Tada! Na toll, das wird ja jetzt was. Oskar, du machst mich wirklich fertig. Jetzt muss ich mein Auto gießen. Julia, wir glauben an dich, du schaffst es. Hoffentlich sieht es niemand. Ist da überhaupt Wasser drin? Okay, reicht das? Da kommt jemand. Hallo. Komm, Auto, wachs. Werd größer. Oskar, so klappt es einfach nicht. Außerdem sitzen die Kinder die ganze Zeit da und machen gar nichts. Sie haben sich doch so auf die Musikstunde gefreut und wollten mit uns tanzen. Kinder, wisst ihr was? Wir machen auch daraus ein musikalisches Spiel. Liebe Kinder, stellt euch vor, ihr seid jetzt auch etwas, was noch wachsen darf. Zum Beispiel, genau, ein kleines Blümchen. Macht euch auf dem Boden ganz, ganz klein, schließt eure Hände so und immer, wenn ich euch begieße, dann wachst ihr ein Stückchen in die Höhe. Und zum Schluss öffnet ihr eure Hände und lasst das Blümchen erblühen. Okay? Ich mach auch mit. Seid ihr bereit? Okay. Oh, ich kann euch hier fast gar nicht mehr sehen. Meine Blümchen haben Durst, hab's gar wohl gesehen. Zum Brunnen gehen. Oh, ihr seid ein Stückchen gewachsen. Frisches Wasser hol ich euch, wartet nur ein Weilchen, wartet nur ihr Röslein rot und ihr blauen Veilchen. Ein bisschen Wasser für euch und ein bisschen Wasser fürs Auto. Seht, hier habt ihr Wasser schon, trinkt nur mit Behagen. Blüht und duftet nur recht lang, wollt ihr Dank mir sagen. Schau mal. So viele schöne Blümchen sind gerade gewachsen. Okay, und das Auto gieße ich auch mal. Oh mein Gott. Kinder, schaut mal. Es hat funktioniert. Das ist ja ein Riesenauto. Das ist ja völlig verrückt. Ja, wer hätte gedacht, dass es klappt? Eieieiei. Liebe Eltern,
Wenn ihr auch ein größeres Auto braucht, dann wisst ihr ja jetzt, wie es geht. Einfach nur gießen. Behalten wir jetzt endlich das Pferdchen oder nicht? Jetzt wart mal kurz, Oskar. Lass mich kurz einsteigen, okay? Wow. Oh mein Gott. Das ist total verrückt. Mimi, das hat funktioniert. Und ich sitze jetzt auch viel, viel bequemer und ihr habt da hinten auch viel, viel mehr Platz. Und dann können wir ja morgen gleich einen Pferdehänger kaufen, okay? Ein Pferdehänger. Halt. Halt. Oskar, warte mal ganz kurz. Warte mal. Ich lass mich erst mal schauen, was wir jetzt alles haben. Also, wir haben ein paar Pferdesachen, die wir unbedingt brauchen. Mhm. Wir haben eine Box, in der das Pferdchen jetzt stehen kann. Genau. Und wir haben jetzt auch ein größeres Auto, womit wir eventuell das Pferdchen auch dann später mit dem Pferdehänger ziehen können. Eventuell, ja. Mensch, wir sind ja eigentlich ganz gut vorbereitet, oder? Ja, sag ich doch. Okay, lass uns ganz schnell zu Timmy fahren und ihm das Auto zeigen und ihm alles erzählen. Ich weiß gar nicht, wie ich das starten soll. Hier gibt es so viele andere Knöpfchen. Okay, alle angeschnallt? Mimi? Gut. Los geht's. Ja, schaut mal. Der Timmy ist schon da und wartet auf uns. Und wo ist das Pferdchen? Hallo, ihr zwei. Hallo, Timmy. Hallo, schönes Pferdchen. Na, bist du fertig geworden mit dem Putzen? Bist du bereit für den ersten Ausritt? Hallo, du Schöne. Mimi, magst du dich dazusetzen? Oskar auch? Okay. Dann erstmal Oskar, du hier. Und hier kommt die Mimi hin. Oh, Hallöchen. Hab dich schon vermisst, seit gestern nicht gesehen. Timmy, guck mal, hast du unser Auto schon gesehen? Stell dir vor, ich habe es einfach gegossen und dann ist es viel größer geworden. Jetzt könnten wir sogar einen Pferdeanhänger ziehen. Ja, den holen wir dann morgen, stimmt's? Oh, so schnell geht es leider nicht. Mhm. Da muss man erstmal einen richtigen Führerschein für den Pferdehänger machen. Das dauert also noch ein bisschen. Na, du Schöne? Ja, und was ist jetzt mit der Entscheidung? Muss ich mich jetzt etwa entscheiden? Ja. Ehrlich, jetzt auf der Stelle? Ja. Also. Kinder, was soll ich denn jetzt machen? Also eins muss ich sagen. Seitdem du Schöne bei uns bist, ist Timmy so ein zufriedenes Bärchen. Wir sind jeden Tag an der frischen Luft. Und Timmy kümmert sich so rührend um dich. Und dabei ist er so glücklich. Und wenn Timmy glücklich ist, dann bin ich es auch. Und ich habe gesehen, lieber Timmy, dass du nie zu müde bist, um zum Pferdchen zu fahren. Denn man kann dem Pferdchen natürlich ganz viele tolle Sachen kaufen. Aber das Wichtigste bleibt immer noch die Zeit und die Liebe, die man dem schönen Pferdchen schenkt. Und davon haben wir ja mehr als genug. Stimmt's, Timmy? Wie heißt es so schön? Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Also Kinder, was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, wir gehen dieses Abenteuer an und behalten dich. In echt? Timmy, hast du das gehört? Ja, in echt. Oh mein Gott. So richtig, richtig, in echt. Oh mein Gott, Timmy. Mein süßer Timmy, das ist jetzt dein eigenes Pferdchen. Juhu. Ja, komm her. Timmy! Oh, ja, ich weiß, dass du dich freust. Meinen herzlichen Glückwunsch, Timmy! Ja, mein Süßer, ich freue mich auch. Aber weißt du was? Eine ganz, ganz wichtige Sache fehlt noch. Oh, was haben wir vergessen? Nichts Schlimmes. Das muss man auch gar nicht kaufen, sondern sich entscheiden. Eine Sache fehlt noch. Und zwar der Name. Wie sollen wir unsere Schönheit denn nennen, hä? Giraffe. Giraffe? Der Timmy möchte dich Giraffe nennen, aber warum?
Ach, weil sie den Hals immer so schön lang zieht. Naja, ich weiß ja nicht. Mimi, was hältst du davon? Ach, genau das meinst du? Ja, stimmt, sieht ein bisschen aus wie eine Giraffe. Nee, aber ich bin nicht sicher, ob ich den Namen so schön finde. Weißt du was? Wir fragen mal die Kinder. Liebe Kinder, helft uns doch mal. Sagt uns doch mal in den Kommentaren, wie ihr gerne dieses Pferdchen nennen würdet. Da freuen wir uns schon sehr auf eure Hilfe und eure Vorschläge. Du kannst es immer noch nicht glauben? Ich auch nicht. Du Süße, möchtest du endlich los? Ja, ich glaube, wir machen jetzt endlich mal unseren schönen Ausritt. Aber dafür muss sie erst mal fertig gemacht werden. Und da ich es nicht kann, übernimmt es der Oskar, okay? Oskar, bitteschön, du bist dran. Sehr, sehr gerne. Ein Reitersmann muss haben, ein Pferdchen umzutraben, den Bügel aufzusteigen, den Zügel auszuweichen, den Sattel festzusitzen und schöne Wege umzuflitzen. Fertig! Ganz genau so ist es. Das Pferdchen ist fertig und ich glaube, es kann gar nicht mehr abwarten, endlich loszugehen. Stimmt's? Ha, Timmy, komm, steig auf. Timmy, du musst dich da schon hinsetzen, ne? Ich möchte das Pferdchen jetzt einfach unbedingt festhalten, weil er es gar nicht glauben kann, dass sie jetzt für immer uns gehört. Aber dann halte dich richtig gut fest. Glaub mir, mein Süßer, sie wird nicht mehr gehen. Herzlich willkommen in der Familie, du Schöne. Gehen wir los? Also, los geht's. Bis bald, ihr Süßen. Lasst es euch richtig gut gehen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, liebe Kinder. Halt dich gut fest. Schön. Ciao. Mimi, komm. Tschüss.